Ich freue mich sehr, in folgenden Vortrag ankündigen zu dürfen. Das ist toll, weil man ihn schon mit zwei Wörtern nur vorstellen muss. Wolfgang Koi, dann weiß jeder schon, das Forschungsprogramm, der Name ist Programm. Er ist zurzeit Forscher im Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik und wird uns jetzt an den weitgehend unsichtbaren Enden der Informatik und ob er das räumlich oder zeitlich, metaphysisch oder in welchem Sinn auch immer meint, das wird uns in dem Vortrag sicher verraten. Ja, herzlichen Dank. Ich kann gleich dazu sagen, das Thema hat man mir aufgedrückt, das war nicht meine Idee. Den Titel habe ich aber selber machen dürfen. Und ich habe mir gedacht, dass nach dem Abendessen ja doch eher eine besinnliche Stimmung einkehrt und insofern keine Angst, es werden keine überraschenden Ergebnisse vorgestellt, sondern mehr so ein bisschen ein Überblick, wo wir eigentlich nach 70 Jahren Informatik oder so, 50, 70, weiß nicht so genau, wo wir sind. Und das Spannende ist für mich, dass die Enden der Informatik tatsächlich beim Nachdenken mich erinnert haben an die Physik, die halt auch erstmal ihren nach Galilei und Newton ihren Kernbereich ausgebaut hat und dann im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert in zwei Richtungen gegangen ist, die wirklich weit auseinander liegen, auf den ersten Blick jedenfalls. Einmal in die Quantenphysik und die subatomaren Prozesse und auf der anderen Seite in die Kosmologie. Wobei bei der Kosmologie habe ich zumindest immer den Eindruck, dass die scholastische Frage, wie viele Engel auf einer Nadelspitze passen, dass die eigentlich wiedergekommen ist irgendwo. Aber die Informatik ist auf dem Weg dahin, solche Fragen auch zu entwickeln, aber vielleicht noch nicht ganz so weit. Das Spannende ist für mich jedenfalls und ich denke für euch auch, dass in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren die Informatik so ins Zentrum der politischen Diskussion gekommen ist. Noch anders als die Physik, die natürlich dank ihrer Atombombe durchaus eine gewisse Aufmerksamkeit im letzten Jahrhundert hervorgerufen hat, aber dann doch als Physik ja nicht so in den Alltag reingegangen ist, mit der Ausnahme des hübschen der hübschen Bemerkung über Quantensprünge, wo, glaube ich, die meisten Leute keine Ahnung haben, was ein Quantensprung ist oder vielleicht eine andere Vorstellung davon haben als ich. Also für mich ist ein Quantensprung ein sehr, sehr kleiner. Aber andererseits für so einen Quant ist es natürlich ein großer, muss man auch sehen. Insofern ist immer alles eine Frage der Blickweise. Ups, geht ja gut los. Bitteschön. Bitte. Ja. Als ich anfing, mich für Rechner zu begeistern, begeisterte sich die IBM offensichtlich für Fisheye-Objektive und auch für eine Rechnerfamilie, Systems 360. Und Rechner sahen irgendwie so aus. Wobei ich gleich, falls noch welche da sind, die alt genug sind, die könnten sagen, rote IBMs, das hat es noch nie gegeben. Die waren immer blau. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, die haben nur für die Werbeaufnahme eine Einheit mal rot angesprüht. Ansonsten hat die niemand gekauft. Man kaufte blaue Maschinen, natürlich, so klar. Man trug auch blaue Anzüge, was für mich dann im Gefolge der Jahre, des späten 60er Jahre, dann ein echtes Problem wurde als Student bei der IBM. Ich hatte gar keinen Anzug mehr. Konfirmationsanzug war zu eng und einen neuen wollte ich nicht haben. Schlips hatte ich auch nicht. Und da haben sie mich dann irgendwie ein bisschen auf die Seite geschafft bei den System Engineers als Lehrling. Da war es nicht so schlimm, da durfte man anders rumlaufen. Wenn man keinen Kundenkontakt hatte, und Kunde war natürlich nicht die IT-Abteilung, sondern die Vorstandsetage, dann musste man nicht im Anzug rumlaufen. Und später habe ich mit Freude, als ein Kollege von mir zur IBM als später Entwicklungschef
rüberging, sagte er mir eines Tages, weißt du, es ist nicht mehr so, man muss nicht mehr blau tragen. Man kann jetzt auch so bunte Anzüge tragen, grau oder leichtes Schwarz oder so. Geht auch, aber hat trotzdem keiner gemacht. Gut, aber ich komme ein bisschen zu weit weg. Also das war Rechner, nicht Rechner im ernsthaften Sinne, Mainframe, PL1 für die, die es mögen, natürlich COBOL sowieso und Fortran für die wissenschaftlich Orientierteren und Nachfolger der großen 7090, 7094 und so weiter. Heute geht es eigentlich ein bisschen woanders hin. Noch immer gibt es Rechner, aber so ein iPhone ist deutlich schneller als eine 360 irgendeiner Größe, muss man schon sagen. Also ein heutiges iPhone ist eher in der Leistungsstufe, kann man mit Linpack nachmessen, einer etwas flotteren Gray der 70er Jahre. Und eigentlich, was ich denke, was die Informatik jetzt doch ganz anders ausmacht, ist die wirklich große Menge von Daten, die wir speichern können. Meine Vorrednerin hat ja schon über die Big Data geredet und ganz viel dazu gesagt, aber hinter diesem ganzen Big Data Kram steht natürlich vor allem erst einmal große Datenmengen in Speichern. Data Center ist heute eigentlich ein teurerer und wichtigerer Begriff für eine Firma als ein Computation Center. Das hier ist ein Berliner Gewächs, das ist das ein Bild in den Storage Tech Robot des Konrad Zuse Instituts, der 2014 20 Petabyte hatte. Jetzt wird er wahrscheinlich das Doppelte haben, schätze ich mal. Die sind so geheimniskrämerisch, dass sie auf ihrer Webseite sowas nicht verraten und ich habe es versäumt, mal nachzufragen, aber vielleicht weiß es auch jemand. Und davon sind damals 2014 3,7 Petabyte online gewesen. Der Rest sind Bandkassetten und dazu gibt es einen Bot. Das ist der gleiche Storage-Tag. Allerdings steht er im Klimaforschungszentrum in Hamburg, das inzwischen schon gewachsen ist wieder. Die sagen jetzt, dass sie so irgendwo bei 190, glaube ich, sind. Ihr könnt es besser lesen als ich. 190 Petabyte, das ist schon beachtlich. Und 5 Petabyte im direkten Zugriff über Platten. Wow. Ja, habe ich zu Hause nicht, muss ich zugeben. Und man sieht so ein bisschen, wie dieser Bot hin und her saust und die ganzen Kassetten rausnimmt, dann wird die ganze Kassette auf die Platte geschoben. Man guckt nicht nach einzelnen Daten, sondern man spult eben das Band runter und dann kann man da zugreifen mit den üblichen Techniken. Data Center, nicht? Wobei das nur eines ist. Es gibt sehr schöne Bilder von den Google Data Centers, wobei Google offensichtlich einen gewissen Anteil des Geldes für farbige LEDs ausgegeben hat, was dem Firmenlogo halt auch entspricht. Ich finde das ganz, ganz hübsch, wie es da so aussieht. Trotzdem erstaunlich, es gibt immer noch Menschen dazwischen, also so ganz hat man das noch nicht den Robots überlassen. Das ist ja auch erfreulich. Und die Idee, jenseits von Forschungszentren, und vielleicht sollte ich rein zwischendurch eine Werbepause, die Humboldt hat auch 20 Petabyte in ihrem Bot. Werbepause zu Ende. Das Interessante ist natürlich die Serviceveränderung, die stattgefunden hat. Die Idee der Cloud-Services, die unterschiedliche Formen annehmen. Nicht? Man bietet entweder Infrastruktur an, also zum Beispiel Speicherplatz, oder Software von der Cloud, oder das Ganze als Plattform, sodass jemand sein ganzes IT-Management aus dem Rechenzentrum verlagern kann in eine solche Cloud. Und es gibt eine Menge Anbieter, die alle bekannt sind, nicht aber zu den ganz großen, was ja doch ein bisschen überraschend gekommen ist in den letzten 10 Jahren. Ein ganz großes Amazon, die offensichtlich nicht nur Bücher speichern, wie wir alle wissen, sondern eben auch Daten in großen Mengen. Amazon Web Services,
Microsoft, die sich dort, wie heißt das, neu erfunden haben, Google, Salesforce ist auch eine Riesenkraft und dann gibt es die eher die Speicherorientierten, für die Kundschaft orientierten. Ich habe mal die Apple iCloud, Google Drive und Microsoft OneDrive aufgeschrieben und IBM oder SAP oder Salesforce, die dahinter stehen und eigentlich ihr Geschäft in diese Richtung bewegt haben, sich als Serviceanbieter verstehen. Da hat sich die Informatik geändert und das ist auch schon mal gleich ein Punkt, wo man sagen kann, hier ist die Informatik ein Stück weit unsichtbar. Natürlich nicht für die Leute hier im Saal, klar. Wir wissen eine Spur mehr, aber wir können, auch viele von uns können den Deckel von so einem Gerät abheben und trotzdem erklären, was jetzt zu sehen ist. Ist ja atypisch für die Nutzer. Und genauso ist es für die Nutzer, ist die Grenze, wenn sie diesen Namen haben und was dahinter ist, mögen Hoffnungen aller Art bestehen, nicht, dass dort ihre Dienste verwaltet werden oder ihre Daten sind und so. Nicht? Es gibt draußen solche Pullover, wo ein bisschen was anderes draufsteht, was mit der Cloud ist, gilt aber nicht unbedingt für Firmen, sondern primär für Einzelnutzer. Nicht? Kein, ist gut. Lassen wir diese Wolken. Es gibt noch andere, die Datencenter haben, die sie als Dienstleistung unaufgefordert anbieten, allerdings auch völlig unkontrollierbar für die Betroffenen. Und ich finde dieses Bild einfach wunderbar. Der Hinweis, also vermutlich ist kein Gesetz verletzt worden, als jemand da drüber geflogen ist. Für die NSA war es trotzdem ein bisschen unangenehm. Aber das Ding ist in Utah, ist ein Riesenbau. Ich habe mal so einen Plan des NSA Data Centers in Utah hier dazu gelegt. Und ihr seht, unten ist als Vergleich 100 Meter. Nicht? Also es ist schon ein gewaltiges Gelände. Aber man muss es nicht jetzt nicht überschätzen. Nicht? Wenn ihr in Spandau, das ist so ein Nest bei Berlin. Nein, das ist ein Teil von Berlin. Wenn ihr in Spandau hinterm Finanzamt guckt, findet ihr auch ein großes Gelände, das nicht genauer bezeichnet ist und wo ebenfalls Benix ist. Heißen die Benix? Ja, also das ist der Berliner Internetknoten. Und die auch eine Menge solche Speicher haben. Nicht so groß wie die NSA, aber große Versorgungsanlagen. Und was man hier ja auch sehen kann, es geht ja nicht so sehr um den Platz, wo die Tape-Archive oder die Platten oder heutzutage natürlich die SSDs stehen, sondern es geht um die Power Substation, um Security, um Wasser, aber ganz extrem auch die vollständige, selbstständige Energieversorgung im Notfall. All das gehört in so ein Center rein und das ist der Grund, warum es in erheblichem Maße gesichert ist. Wir waren mal mit der GI da und auf Einladung, muss ich dazu sagen, nicht bei der NSA, sondern in Spandau. Als wir vorn ist das Finanzamt Spandau und als wir dort an der Pforte, an dem Empfangs-Information-Center gefragt haben, wo wir denn hin müssten, haben die gesagt, davon haben wir noch nie was gehört. Ja, da hinten ist ein Gebäude, aber was da ist, das wissen wir nicht. Also fand ich wirklich komisch, dass sie die Weiterleitung ist. Gehen Sie mal durch, fragen Sie mal da hinten. Und da hinten ist es dann so, dass man dann schon sich ordentlich anmelden muss. Da kommt man nicht sehr weit und da muss man Ausweis abgeben. Was heute auch wieder schwierig ist, weil man Ausweis nicht abgeben darf und so. Also es gab dann einige Hin- und Her-Redereien, aber wir durften dann rein und haben außerordentlich freundlich Auskunft bekommen über allerlei, was man sehen kann. Und diese Centers, die sind letzten Endes verborgen. Nicht? Also das ist invisible, glaube ich, in dem Sinn, wie die Veranstaltung dieser Tagung sich das ein bisschen gedacht haben. Visible ist eben der platte, fensterlose Bau und der Eingang, der sehr gesichert ist und die
Power Station und all das kann man, wenn man weiß, was es ist, kann man das sehen von außen über den Zaun. Und invisible ist die Innereien der Räume, nämlich Netzzugang und Speicher. Und natürlich ein paar Rechner auch, ne? Diese Idee des Netzes ist vielleicht eine der großen tragenden Ideen der modernen Industriegesellschaft. Natürlich gibt es Netze länger, nicht? Die Römer hatten Wagennetze rund ums Mittelmeer bis nach Schottland hoch, hatten sie Bauten, wo Straßen entlang gingen, wo ihre Militäreinheiten lang fahren konnten und auch lang gehen konnten. Aber die moderne Vernetzung als Verkehrsnetz kann man im 19. Jahrhundert sehen. Natürlich Straßen hat es gegeben, aber die Eisenbahnnetzplanung hier von 1935, die noch eine Planung ist, weil die Eisen, nicht 1935, 1835, mein Gott, peinlich, einer Jahrhundert Jahre, was spielt das für eine Rolle? Es ist 1835 von Friedrich List, so hat er sich vorgestellt, wie das Deutsche Reich, das noch aus vielen kleinen Reichen bestand, wie das verbunden werden könnte. Tatsächlich sind diese Linien auch weitgehend gebaut worden. Ein anderes sehr hübsches Bild aus der Zeit von 1840 hier in Erlangen sieht man die Modernisierung der Wege. Da in der Senke sieht man eine Postkutsche und Leute, die laufen. Das ist das, was später Autobahn und Straße wird, aber damals noch nicht ist. Und man sieht diese neue Entwicklung der Eisenbahn, aber man sieht auch den Kanal. Kanäle waren ganz wichtig. Und wenn man es heute mal als Tourist sich anguckt, England ist durchzogen von Kanälen, weil das waren die Transportstraßen. Bei uns viel weniger, weil als die Kanäle dann gebaut werden sollten, war die Eisenbahn da und dann konnte man Alternativen bauen. Und danach kam dann der Straßenbau. Ein von mir außerordentlich geschätzter Lehrer, Mathematikprofessor in Darmstadt, der sagte immer, leider ist die Eisenbahn vor dem Auto erfunden worden, deswegen glauben die Leute, dass das Auto moderner sei. Naja, ich finde, er hatte recht, aber das ist eine andere Sache. Vernetzung neben den Verkehrswegen natürlich das absolut spannende Kommunikationswege, insbesondere solche, die elektrisch sind. Telegrafie ist natürlich als solche etwas älter als optische Telegrafie oder als Flaggensignale und so weiter. Die elektrische Vernetzung, die mit Lichtgeschwindigkeit im Idealfall Verbindungen herstellen kann, ist vielleicht das, was unsere Gesellschaft als Kommunikationsgesellschaft prägt und die auch für uns Informatiker dann das Zentrale ist. Wie schwierig Netzbau ist, kann man an diesem Bild des Ruhrgebiets sehen. Die Ruhrgebietsstädte sind 1935, jetzt stimmt das Jahrhundert, keineswegs alle mit allen verbunden, sondern man sieht hier eigentlich eine Big-Data-hafte Auswertung des Kommunikationsbedarfs. Das heißt, die Randstädte werden nur an den nächsten Knoten gehängt. Der innere Teil des Ruhrgebiets wird zum großen Teil, aber eben nicht vollständig, quer verbunden, sodass man von Düsseldorf oder von Dortmund aus alle erreichen kann oder von Duisburg, aber von anderen eben nicht. Und der Ausbau eines Netzes ist nach wie vor eine große Kunst. Man muss versuchen, aufgrund der Erfahrungen, die es gibt, künftige Nutzung in einer Hardware abzubilden. Hier ist ja der Witz, dass da die Hardware dann entscheidend ist. Wo hat man die Leitungen, weil das über Geschwindigkeiten und Sicherheiten entscheidet. Und das setzt sich fort innerhalb der Städte mit den Stadtteilen und den Straßen und so weiter und geht runter bis auf die Häuser. Ich bin noch alt genug, um mich zu erinnern, der Kampf um eine Telefonleitung, der war nun erstmal in den beiden deutschen Staaten sehr unterschiedlich. Im Westen war es etwas leichter. Aber die spannende Sache war auch, innerhalb eines Mietshauses war es nicht selbstverständlich, dass man einen Anschluss bekam, sondern es gab zum Beispiel geteilte Anschlüsse. Ja. Zwei Parteien mussten sich eine Telefonleitung teilen und wenn die eine telefoniert hat, konnte die andere nicht telefonieren. Und solche Vernetzungsfragen auf der untersten Ebene sind spannend genug.
in den 70ern, 60ern, 70ern entstehen dann Datennetze, wenn wir den militärischen Flügel mal ein bisschen, eine Sekunde zur Seite lassen, im Halbmilitärischen kann man sagen, das hier ist der Fortschritt des ARPANETs, wobei das ARPANET natürlich, später heißt es DARPA, davor hieß es auch schon mal DARPA, Defense halt, ein Forschungsnetz war, in dem aber auch eben zivilorientierte Teile der Universität angeschlossen waren. Es war nicht rein militärisch. Und das war vielleicht auch die große Leistung, die das amerikanische Militär da vollbracht hat, dass es die gesamte amerikanische Wissenschaft weitgehend mit eingezogen hat. Nicht, sind nicht alle reingeraten, aber es war plötzlich war diese Schranke weg und das ist bis heute ein Stück Forschungsförderung, das wir glücklicherweise, sage ich mal, bei uns so nicht haben. Ja, es gibt Versuche der Bundeswehr, das zu ändern, aber im Großen und Ganzen sind die Universitäten doch eher zivil orientiert, während das hier definitiv zivilitär ist. Also auf der einen Seite die militärische Nutzung als Erfahrung. Die Netze selber sind eigentlich kaum militärisch genutzt worden. Also das ARPANET, da gibt es einen MIL-Abzweig, aber der hat keine große Bedeutung im Vergleich. Es ist trotzdem in die amerikanische Sprache, in die Alterssprache sind so Begriffe eingegangen wie Military Grade oder Rocket Science. Ich meine, das kann man ja nur verstehen, wenn man es vom Militär aus denkt. Ja, this ain't no rocket science. Naja, was ist an Rocket Science so besonders wissenschaftlich, ehrlich gesagt, muss ich mal sagen. Wäre nicht mein Maß. Und dass etwas Military Grade ist, naja, da fällt mir eher ein, dass es vielleicht fürchterlich umständlich geregelt ist, als dass es besonders gut funktioniert. Aber okay, will ich nicht weiter drauf eingehen. Dahinter steckte, hinter diesem ARPANET steckte SAGE, das Semi-Automatic Ground Environment, das Abwehrsystem gegen die russischen anfliegenden atomar bewaffneten Langstreckenbomber. Als SAGE fertig war, spielten diese Bomber keine großen Rolle mehr, weil die atomare Aufrüstung auf beiden Seiten in Interkontinentalraketen übergewechselt war. Also, dass wir dann ein funktionierendes System hatten, das leider den Feind nicht mehr richtig identifizieren konnte. Dafür hat es ab und zu Fehlalarme gegeben, wo wir heute noch einigen Offizieren auf russischer und auf amerikanischer Seite hochgradig dankbar sein müssen, dass sie vernünftige Entscheidungen getroffen haben, nämlich auf keinen Knopf gedrückt haben, der Mond aufgegangen war oder Wildgänse gekommen waren oder jemand aus Versehen ein Übungsband eingelegt hatte mit einem vollen atomaren Angriff. Ja, jeweils hat das, diese Fälle sind dokumentiert und zwar auf amerikanischer und auf russischer Seite. Ja, und hier seht ihr halt, was die Idee der Informatik dieser Technik in dieser Technik ist. Nicht? Man hat diese riesigen Bildschirme, die mit Computern nichts zu tun haben, das sind Radarbildschirme. Ganz oben rechts an den Geräten ist ein ganz, ganz kleiner Bildschirm, das ist der Computerbildschirm. Und Interface ist gut geregelt, es steht für jeden Befehl genau drauf, was es ist. Ne, kann man heutzutage nicht mehr so gut machen, weil nicht genug Platz. Die Aktion des Rechners ist eben der Abschuss von Raketen. Auch die Beobachtung dessen, was der Rechner tut, ist stark übertrieben. Nur wenn die Lämpchen flackern, kann man daraus nicht erkennen, was eigentlich da passiert. Aber man sieht, dass der Rechner etwas tut. Das ist wohl der Sinn der Sache, ja. Und da ist auch der Sinn der Sache zu sehen. Trotzdem ist das rein technisch gesehen natürlich der Vorläufer unserer digitalen Netze. Sehr heftiger Unterstützung durch die IBM. Nicht nur die IBM, aber in dem Fall, dieser Film ist speziell von der IBM gesponsert gewesen. Und man sieht man sieht hier eine
Harddisk der IBM mit 50, das, wenn ihr es gesehen habt, 50 Blätter übereinander. Das war die RAMAC, die erste. Und dazu die Lochkarten, die mit jeder Lochkarte 80 Zeichen lesen konnten. Tja. Es gibt auch eine zivile Variante des Ganzen, nicht, die also nicht so hier ein etwas ältliches Bild, wahrscheinlich ist das Bild noch älter als die Veröffentlichung durch die Telekom, die Idee, dass wir heutzutage alle auf Glasfaser umsteigen sollten, wobei die Telekom sehr viel dazu tut, damit das nicht passiert. Aber das ist nur eine. Es ist auch interessant, wenn man die Häuser ansieht, sieht man also, ganz kleine Häuser kriegen Kupferleitungen, mittelgroße Häuser kriegen Kupfer an Glas und fabrikartige Gebäude kriegen Glas, Fiber to the Home. Egal, die Geschwindigkeiten allerdings sind schon dann eindrucksvoll. Die Behauptung, dass man mit dem DSL 16 Megabit kriegen kann, gilt nur selten. Aber beim Glasfaser kann das natürlich beliebig weit gehen. Trotzdem haben wir noch ein zweites System, das uns vielleicht mehr und mehr wichtiger wird und wo vielleicht Fiber to the Home gar nicht mehr der Punkt ist, nämlich Funkverbindungen, Mobilfunk. Ich konnte es mir nicht verkneifen, euch mal Funklöcher zu zeigen. Die sind grün eingezeichnet. Das ist um Berlin rum. Also nicht sehr weit weg, aber es gibt hier schon wirklich große Funklöcher. Und wer es schlicht erleben möchte oder nicht kennt, der kann einfach mit der Eisenbahn mal nach Eberswalde fahren. Dann wird er dann eine 20 Minuten Strecke haben, wo es überhaupt keinen Mobilfunk gibt. Ist ja heutzutage selten, nicht? Also kann man haben. 2016. Zu dieser Erweiterung der Informatik auch ein, also das ist ein weiterer unsichtbarer Bereich der Informatik, der nur sichtbar ist, wenn man eben direkt betroffen ist. Andere wenig sichtbare Teile sind die Techniken des Messens, die wir in den letzten Jahrzehnten integriert haben in die Informatik, insbesondere für diejenigen, die noch eine technische Ausbildung als Ingenieur haben, sind wahrscheinlich sehr wenige, ist dieser Messschieber ein faszinierendes Gerät. Also den kann man für 10 Euro die billigsten Varianten kriegen. Nicht? Also nicht mehr das genaue Ablesen auf den Skalen. Das war schon eine eigene Technik, um das zu lernen. Und heute liest man es halt digital ab. Und die Dame da, die misst irgendwie ihr Elektrokardiogramm auf dem Handy und hat da dieses Gerät umgeschnallt, damit sie das machen kann. Und das auch diese pistolenartige Messeinrichtung da ist insofern interessant, dass sie einen Bereich misst, den man normalerweise nicht leicht messen kann, nämlich Infrarot und damit Temperaturen misst. Da ist geht ein Strahl raus, der gemessen wird und reflektiert wird und dann gemessen wird. Außerdem habe ich irgendwie, ist mir eingefallen, dass Selfies sowas von out sind. Also jedenfalls Selfies mit normalem Licht, nicht? Sondern ein anständiges Selfie macht man heutzutage natürlich im Infrarotbereich. Auch das ist ohne die informatische Technik eigentlich nicht möglich. Für diejenigen, die sowas auch haben wollen, gegen Einladung zum Kaffee bin ich gerne bereit, vorbeizukommen und so ein Foto zu machen. Naja, natürlich in ein anständiges Kaffee, versteht sich. Nicht einfach nur ein Kaffee. Meine neueste Errungenschaft, ein Infrarot. Ja, die andere Ecke ist, das eine ist die Sensorik. Wir sind also haben den Datenbereich enorm erweitert. Es wird nicht mehr einfach nur Buchhaltung gerechnet, sondern Informatik ist breit die Verarbeitung von Daten jeglicher Art. Das Umgekehrte ist, aus diesen Daten etwas zu machen, das ist die Aktorik. Und natürlich als der Prototyp der Aktorik kann man die Robotik zählen, die sich in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr entwickelt hat. Hier ist ja sozusagen eine ganz altertümliche Technik der Robotik zu sehen, Kuka-Roboter, die Autos zusammenbauen. Aber die Anzahl und die Dichte der Robots, die hat doch deutlich zugenommen in den letzten Jahren. Es ist auch wirklich, sagen wir mal, menschenarm, um es vorsichtig zu sagen.
Wobei, was man nicht sieht, ist, noch immer muss irgendein Putzkommando rumlaufen und anschließend die Halle sauber machen, so am Abend und so. Die haben dann kurze Zeit, wo sie mal da rein dürfen, weil das Putzen ist für die Robots nach wie vor schwierig, auch wenn einige von euch zu Hause so einen Staubsauger haben, der den ganzen Tag durch die Wohnung saust und die Nachbarn nervt. Man kann damit auch den Rasen schneiden und also die, die ich gesehen habe, sahen, sagen wir mal, freistilhaft aus. Also Rasenmähen in einem tradierten Sinne ist das jetzt nicht direkt, sondern es ist mehr ein Mulchen des Geländes. Aber ich habe mir sagen lassen, soll auch schon bessere geben. Keine Ahnung. Also ich bin da nicht so dran. Ja, Ziel der Robotik natürlich ganz stark, oder ein Ziel der Robotik sind autonome Systeme, also so etwas, was im Moment also eine Neurose im Kfz-Bereich ausgelöst hat. Also nicht nur, dass man uns den Diesel wegnimmt, jetzt sollen auch noch die Lenkräder weggenommen werden, ist aber ein Thema, das offensichtlich in sämtlichen Autofirmen schockartig sich jetzt umsetzt. Woher die Kollegen aus dem Automobilbereich die Hoffnung haben, dass das so ganz bruchlos umsetzbar ist, erschließt sich mir nicht. Die Tatsache, dass man einzelne Fahrzeuge zum Beispiel in Fabrikhallen autonom fahren lassen kann, will ich ja überhaupt nicht bestreiten. Das sind große Leistungen. Aber das auf Straßen zu bringen, das ist schon eine andere Sache. Aber dennoch, es wird härtestens dran gearbeitet und hier sieht man so, ja, einen begeisterten Fahrer und ein System, das allerlei erkennt. Andererseits gibt es auch hier dieselbe treibende Kraft, die wir auch schon bei den Netzen und bei den Datenspeichern hatten. Es gibt unter anderem eine Future Warfare Initiative, die allerlei Ideen hat, wie man autonome Waffen bauen könnte, die im selben Fahrwasser läuft sozusagen, nur dass die Fahrzeuge dort ein bisschen härter ausgestattet sind als im Straßenverkehr. Und es gibt auch Uniformierte, die sich mit Drohnen, in dem Fall zu einem kleinen Hubschrauber, beschäftigen. Und dort gibt es auch richtig schöne Informatikaufgaben, hier von der University of Pennsylvania, aber keine Angst, auch deutsche Universitäten sind da voll beteiligt. Also die Idee, was kann man, das ist zum Beispiel eine wirklich gute Idee, dass der Quadropter einfach, oder ja, ein Quadropter zurückkommt zu dem, der ihn wegschmeißt. Nicht? Das ist ja praktisch, weil das Suchen von den Geräten ist oft unangenehm. Es gibt inzwischen auch einen zu kaufen, der die Selfies aufnimmt. Insofern bin ich mit meinen Infrarot-Selfies vielleicht nur in eine Schiene gegangen. Eine andere wäre, dass man ständig so einen Hubschrauber hinter sich hat, der alles aufnimmt. Das wäre hier jetzt auch sehr schick gewesen, aber ich habe leider keinen davon. Aber hier ist schon ein bisschen Zukunft, im Militärischen zumindest, die Formationsflüge, die hier natürlich noch mit sehr, sehr kleinen Maschinen gemacht werden. Die kann man sich dann auch vorstellen, wie das in der militärischen Nutzung auch noch anders aussehen könnte. Aber man sieht also prinzipiell kriegen sie das hin. Und Informatiker können da so lange begeistert sein, wie die Dinger so klein sind und unbewaffnet. Und nachher können sie sagen, dass sie da wenig mit zu tun hatten. Eine sehr, sehr schöne Figur ist diese, die Fliegende Acht. Die wäre also auch für so Militärmusikveranstaltungen genau das, was man da gut brauchen könnte. Ja. Aber natürlich heutzutage aus dem Denken des Silicon Valleys heraus ist es viel mehr. Sind Autos eigentlich out in gewisser Hinsicht, also mit Ausnahme von Herrn Musk, der seinen Tesla baut, aber ansonsten ist das ja gar nicht mehr das. Wenn ich jetzt mal die jüngeren Jahrgänge nehme, wer will denn noch ein Auto haben überhaupt, wenn er auf dem Land lebt, klar, aber in der Stadt?
Das ist tendenziell eher im Ausklingen, würde ich sagen, zum Ärger der Kfz-Industrie, gerade in Deutschland, Autoland und so, schwierig. Aber vielmehr ist die Frage, können wir nicht in die Wohnungen rein? Und nur ein Beispiel ist hier Amazon mit ihren Dash-Klingel, also ein schlichtes System, mit dem man alles nachbestellen kann, was man, ja, wer eigentlich in der Küche braucht. Eine Entwicklerin von Ex-Entwicklerin von Apple hat das neulich mal so ausgedrückt, was denen einfällt, ist, dass sie Mami automatisieren möchten. Alles, was sie in ihrer Kinderzeit von Mami erledigt bekommen haben, das soll jetzt über Knöpfe geregelt werden und gemacht werden. Da ist vieles dran, nicht? Also die Fantasie für eine sinnvolle oder brauchbare Ergänzung der Wohnung ist manchmal schon ein bisschen komisch, nicht? Hier kann man also alles bestellen. Wobei ich es interessant finde, in dieser Küche kann man auch Gillette bestellen, also Rasierklingen. Naja, also ich war wenig überzeugt, als ich das gesehen habe. Aber es gibt zwei Gründe, warum die Amazon Dash interessant ist. Das erste ist, es soll sehr einfach sein zu verhindern, dass sie bei Amazon anruft. So dass man ein Funkgerät hat mit Knopf, das spottbillig ist und mit dem man vielleicht was Interessantes machen kann. Ich muss zugeben, dass ich jetzt noch so keine richtige Fantasie habe, wofür man das brauchen kann, aber das Hackererbe irgendwie wirkt schon und ich stelle mir vor, dass viele von euch schon viel bessere Ideen haben, was man mit so einem Knopf machen kann. Und das Zweite, was mich bei Amazon sehr überzeugt hat, ist, dass es auch sehr spezielle Dashs gibt. Also, wobei ich jetzt den konkret nicht für den richtigen halte, aber es gibt sich ja auch schottische. Also insofern muss man nicht unbedingt Bourbon nehmen. Ja, und weil Amazon gleich schon den nächsten Schritt macht, haben sie Echo erfunden. Ein Gerät, das die NSA nicht besser hätte hinkriegen können. Ich glaube, 6 Mikrofone und 4 Lautsprecher. Faszinierend. Allerdings steht dem entgegen, dass jetzt gerade vorvorgestern eine Meldung kam, dass es jemand geschafft hat, einen normalen Lautsprecher von außen in ein Mikrofon umzuschalten, was mich null überrascht, weil die von der Bauweise her Mikrofon und Lautsprecher natürlich sehr, sehr eng zusammenhängen. Natürlich ist jeder Lautsprecher in gewisser Weise auch ein Mikrofon, aber die haben es wohl weitergetrieben, sodass sie wirklich das Ding zum Abhören benutzen können. Ist aber bei Amazon Echo völlig überflüssig, weil das hat ja schon die Mikrofone eingebaut. Wie übrigens auch all diese wunderbaren Geräte, die wir sonst rumliegen haben. Nicht? Also die Abhörmöglichkeiten, das ist heute kein Thema mehr. Das kann man mit allem machen, was wir sowieso kaufen. Faszinierend. Wir kaufen die Abhörtechnik und legen sie uns nebens Bett, wie man hier sieht. Auch das unsichtbare Informatik. Und eine Menge Informatik, die so halb sichtbar ist, nicht? Also Wagen, Badezimmerwagen, die plötzlich Funkanschlüsse haben, Bluetooth und sowas, oder WLAN-Anschlüsse haben, ist ja auch nicht gerade zwingend, dass das so ist, aber man kann es machen. Und diese Fitnessarmbänder, auch das ist also bis hin zur Begeisterung der Versicherungen, die daraufhin dann auch ihre Tarife noch ein bisschen genauer einstellen können, wenn denn der Kunde bereit ist, diese Daten freiwillig rauszugeben. Und das tut er, weil er Rabatt kriegt. Nicht? Also man darf ja nicht sagen, es wird teurer, wenn ich das nicht hergebe, sondern es wird billiger, wenn ich es hergebe. So rum ist immer die Argumentation. Auch da ist eine wenig sichtbare Informatik schon zugange. Und der Riesenbereich Internet of Things, wo sich alle bitteschön alles vorstellen dürfen, was sie mögen. Aber faktisch ist es iHealth, Social Life, Shopping und News. Das ist dann doch sehr viel weniger, als man im ersten Moment mit Internet of Things vielleicht zusammenbringen könnte. Und es gibt in dieser Umfrage ein überraschendes Ergebnis. Ein Viertel der Männer begrüßt das, aber nur 11% der Frauen. Naja. Sagt vielleicht was über die Qualität der Umfrage aus und weniger über den wirklichen Stand. Weil was soll man sich vorstellen, was das Internet of Things ist? Smartphone, Tablet, Media Player, Laptop,
Fernseher, naja, das ist es vielleicht noch nicht so ganz. Das hat mir heute auch gefallen. Das ist eine Meldung von heute Morgen zu den Internet of Things. Wenn ihr ein paar tausend Dollar übrig habt und die richtigen Verbindungen, dann könnt ihr ein paar hunderttausend Geräte lahmlegen. Wem es Spaß macht. Auch Unsichtbares. Was wir erlebt haben in der Informatik und was weitergeht, was einfach ein großer Prozess ist. Wir haben mal mit Berechnen angefangen. Manche von uns kappeln sich heute noch um den Algorithmenbegriff. Algorithmi war es, sagen wir es mal. Ein muslimischer Mathematiker. Oh, oh. Und wir kommen jetzt mehr zur Datenbewertung. Also man nennt das meistens Analysis, wobei ich dankbar bin, dass Julia vorher im Vortrag auf die Problematik dieser Erkenntnisse schon hingewiesen hat, sodass ich da nichts zu sagen muss. Nur weil ich riesige Datenbestände habe, heißt ja nicht, dass ich deshalb irgendetwas besser verstehe. Aber Big Data, das ist etwas, wo jeder sagen kann, oh ja, endlich nicht mehr programmieren, nicht mehr rechnen, keine mathematischen Verfahren verstehen, das brauchen wir alles nicht. Hauptsache, wir haben den Speicher voll mit den Daten von den Kunden und dann wird schon rauskommen, was wir als nächstes machen. So etwa ist nach meiner Beobachtung die Haltung im Big-Data-Bereich, was die Vorstandsetage und die knapp darunterliegenden Ebenen angeht. Okay, damit man das machen kann, es sind nicht die Algorithmen, wir brauchen Heuristiken. Heuristiken gelten als eine Art goldene Lösung, wie man aus Daten dann wirklich etwas machen kann. Für mich ist eigentlich nach wie vor die Wettervorhersage ein spannendes Maß des Ganzen. Das liegt vielleicht daran, dass ich, als ich Mathematik an der TH Darmstadt studiert habe, war im gleichen Fachbereich waren die Meteorologen. Das war eine Sondergruppe, die wirklich faszinierend war. Die kamen nicht in die Fachschaft, die redeten nicht mit uns. Die hatten ein Dachzimmer, weil sie da ihre Messgeräte gen Himmel richteten und hatten alle schon einen Arbeitsvertrag beim Deutschen Wetteramt in Offenbach. Hat sich verändert, nicht? Auch da ist heute Wetter ist ein viel breiterer industrieller Bereich als nur das Deutsche Wetteramt. Ich habe aber über die Jahrzehnte immer wieder beobachtet, welche tolle, riesige Rechner die hatten, auch das unsichtbare Geräte und welche Sensornetze, mit welcher Dichte die. Und immer wurde gesagt, wenn wir viermal so viel hätten, dann wäre die Wettervorhersage so und so viel besser. Nun muss man sagen, wenn man mit den Leuten im Nahkampf redet, sind sie üblicherweise sehr offen und ehrlich. Wenn man ein bisschen Distanz hat, dann klingt es so, als hätten sie eine Wettervorhersage heutzutage, die einfach fantastisch ist. Die Standardaussage ist, alles über 20 Tage könnte in die Tonne stampfen. Das kann man nicht vorhersagen, jedenfalls nicht halbwegs präzise. Und ich beobachte, Vorteil des Internets und meinem Standort etwas außerhalb von Berlin, beobachte Wettervorhersagen mit großer Begeisterung, kann versichern, dass das Wetter von heute Morgen typischerweise korrekt angegeben wird. Dass aber das Wetter von morgen früh und übermorgen früh sich stündlich ändert, ist nichts Böses. Die machen die neuesten Daten, kriegen sie an der Vorhersage. Nicht nur eine stabile Vorhersage über mehrere Tage ist eher atypisch. Wobei natürlich die Meteorologie den wunderbaren, also die unmittelbare Wettervorhersage, unmittelbaren Leitsatz hat, 90% richtig so in der Gegend ist, das Wetter von morgen wird wie das Wetter von heute. Damit ist man auf einer guten Seite, weil jemand, der nur Münzen wirft, der hat halt nur 50%. Das Wetter ist an sich auf einer guten Seite und der Kampf zwischen 90% und etwas höher, das ist halt alles das, was die Leute mit braven Absichten tun, aber inzwischen auch mit viel Werbung dazu. Und es gibt seriöse Teilbereiche, also wir so sagen, in der Landwirtschaft ist das nicht so schlecht mit sehr viel mehr Aufwand. Nicht? Man kann also Wetter lokal ganz gut vorhersagen, wenn man dann furchtbar vielen Wetterstationen an den Acker hängt und so. Also es gibt da Fortschritte, keine Frage. Worauf ich aber nochmal zurückkommen will, ist,
Heuristiken, ja, Wettervorhersage ist nun mal notgedrungen heuristisch, da kann man algorithmisch nicht viel machen. Und es ist schlecht. Und es verbessert sich nur mühsam und durch erheblichen Aufwand der Technologie und so weiter. Nicht? Warum deshalb Big Data aus dem Kundenbereich oder aus einem Überwachungsbereich in der Fabrik oder der Straße oder sonst was, warum das jetzt der goldene Weg sein soll, um bessere Ergebnisse zu produzieren, erschließt sich mir nicht direkt. Da habe ich ein paar Probleme. Ich bin mehr auf der algorithmischen Seite, könnte man sagen. Ja, und es gibt ein ganz, ganz neues, uraltes Konzept, Deep Learning. Die Frage, dass man mit neuralen Netzen etwas wunderbar aufgrund von großen Datenbeständen vorhersagen kann. Und was ich absolut ich bin begeistert, dass es die Google-Leute geschafft haben, ein erstklassiges Go-Programm zu machen. Das ist eine große Leistung. Ich habe mich lange mit Go beschäftigt und habe es eine Weile gespielt, bis ich gemerkt habe, dass ich so schlecht bin, dass ich besser nicht spiele. Jedenfalls habe ich mich rausgezogen und es war gegenüber dem Schach immer eine faszinierende Sache zu sehen, wie die vorgehen und wie die Go-Leute jetzt vorgegangen sind. Schon ein Triumph für die neuronalen Netze. Aber es ist natürlich nicht der erste Triumph der neuronalen Netze, sondern der vierte etwa. Es sind so Wellen gewesen. Also ich kann mich immer erinnern, an Zeiten erinnern, wo neuronale Netze gerade mal wieder alles umgestülpt haben. Und heute habe ich gelesen, dass also bei Google die Google Translate mit ihrem Deep Learning beglückt wird und dass die Google-Forscher sich gar nicht erklären können, wieso das System denn so viel besser ist, weil es anscheinend eine intermediäre Sprache sich ausgedacht hat, um von einer Sprache in die andere zu übersetzen. Da kann ich nur sagen, da hat das Google-System offensichtlich alte EU-Anträge und Forschungsprojekte gelesen, weil das war genau das, womit das Übersetzungstheater der EU vor 20 Jahren gelaufen ist, dass man gesagt hat, wir wollen nicht von jeder Sprache in jede übersetzen, sondern wir machen eine Zwischensprache, so dass wir damit wesentlich weniger Paare von Übersetzungen haben, als wenn alle mit allen. Also damals war die EU noch nicht mal so richtig explodiert auf 27 Staaten, es war noch weniger. Und jetzt hat dieses System das anscheinend heimlich selber entwickelt. Das finde ich faszinierend. Also, dass dieses System an den quasi hinter dem Rücken der Informatiker so eine kluge Idee entwickelt hat, kann ich nur als begeisternd beschreiben. Aber es könnte auch sein, dass sie das schlicht schon kannten. Stay tuned. Sie werden es ja mitkriegen, wie das weitergeht. Also ob Deep Learning jetzt wirklich so die Antwort auf alles ist, weiß ich nicht. Und hier muss ich auch Julia nochmal danken. Nicht? Also der Hinweis auf den Chris Anderson, der Chefredakteur der Wired damals war und ich glaube inzwischen TED leitet, aber das weiß ich nicht genau. Der hat damals einen ganz kurzen, ein Statement, ein Editorial geschrieben, End of Theory. Das ist ein ganz kurzer Text, wo er sagt, ist es denkbar, dass wir aufgrund der großen Datenmengen, der Datenflut, vielleicht gar keine Theorie mehr brauchen und so. Und das ist, naja, so kurz gehupft und gesprungen, dass man da nicht so viel sagen kann. Auch da ist wieder der Wunsch dahinter weg mit der Theorie, ist alles so schwierig. Julia hat ja ein bisschen was dazu gesagt schon und ich selber halte das für, wie nennt man das, stark übertrieben. Also die Behauptung, dass die Theorie tot sei, ist stark übertrieben. Egal, es ist so eine Vorstellung, es sind so Fantasien, die da auftauchen. Das ist jetzt nun auch schon wieder 8 Jahre alt und es ist nichts nachgekommen. Ich glaube, was man auf jeden Fall genauer sich angucken müsste, sind nicht nur die grundsätzlichen Überlegungen zur Theoriebildung, sondern schlicht mal festzustellen, dass Theorie in unterschiedlichen Wissenschafts- und Technikbereichen unterschiedliche Bedeutungen hat. Dass man nicht einfach von Theoriebildung allgemein reden kann. Und das Ganze steht auch übrigens in einer langen Tradition des Endes der Literaturtheorie, des Endes der Kunsttheorie, diese ganze postmoderne Geschwurbel, das ist übergeschwappt an der Stelle
auf Technik und Naturwissenschaft. Oder er versucht es überschwappen zu lassen. Ein Chefredakteur einer solchen Zeitung muss das ja auch tun. Das ist schon in Ordnung. Glaube ich nicht, dass die Physiker, Chemiker und Mathematiker jetzt die Bücher zuklappen sollten oder die Rechner hochklappen sollten und sagen sollten, das regelt jetzt unser Datencenter einfach mit Ergebnissen. Aber auch das Tiefenstrukturen so. Und als letzte Tiefenstruktur, die mir zurzeit ehrlich gesagt schwer im Magen liegt, ist die Idee, dass man im Kontext dieser autonomen Fahrzeuge anfängt, über algorithmische Ethik nachzudenken. Und ich habe mit Entsetzen eigentlich vernommen, dass das Fernsehen Parallelangriffe fliegt, indem sie die Vorstellung einem breiten Publikum nahebringen. Sollen wir lieber eine vollbesetzte Boeing abschießen oder riskieren, dass die in einem Stadion landet? Ich meine, das sind so nette Fragen. Da könnte ich mir noch ein paar Dutzend weitere Fragen vorstellen, dass man eine große Serie draus machen kann. Ist es besser, dem Nachbarn mit der Axt den Kopf zu spalten als der Nachbarin? Oder solche Sachen, das kann man alles auch sich überlegen. Es ist furchtbar, was da losgetreten wird, aber im Kontext dieser Frage des autonomen Fahrens ist es schon wirklich schlimm, wie jetzt plötzlich über Ethik geredet wird, als sei das algorithmisierbar, als natürlich unter der tollen Haltung, man muss das, weil wir wollen ja die Geräte haben. Und deswegen müssen wir dann Lösungen finden. Und die Lösungen müssen algorithmisch sein. Und dann frage ich mich, was passiert, wenn VW auf Daimler trifft oder gar noch schlimmer auf Kia oder so, nicht, oder irgendwelche dubiosen anderen Automarken aus anderen Teilen der Welt, die eine völlig andere Ethik entwickelt haben. Mein Gott, was machen wir da? Hier in dem Fall jetzt noch als kleine Schlussnote, dass Google Auto war überhaupt nicht schuld. Also es ist zwar völlig zerbeult, aber es ist bei Grün über die Ampel gefahren und der da hinten ist bei Rot drüber gefahren und in das Auto reingefahren. Also an der Stelle kein ethisches Dilemma für Google, sondern nur ein kaputtes Auto. Das ist wohl der schwerste Unfall, den sie bisher hatten. Sonst hatten sie noch so ein paar Auffahrunfälle, wo sie typischerweise auch unschuldig waren. Es gibt, glaube ich, ein schuldhaftes Versagen eines Google-Autos, als es beim Umfahren eines Hindernisses gegen einen Bus geschrammt hat auf der anderen Spur. Okay, also so viel vom den Enden der Informatik, die man üblicherweise nicht so sieht oder nicht so beobachtet. Oder nur beobachtet, wenn sie einem wirklich auf die Füße fallen. Danke. Ja, vielen Dank. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob du mit dem Hinweis auf Julia, meintest du Judith, deine Vorrednerin? Oder wen hattest du denn gemeint mit Big Data? Wahrscheinlich Judith, oder? Du hattest einen Namen erwähnt, einen Vornamen. Anderson. Oder was meinst du? Ach nee, ich glaube, dann muss ich noch mal im Programm nachgucken, also wer da die Vorrednerin. Gut, gibt es da noch... Ja, ich habe immer auf Julia Simon angespielt, die gerade den Vortrag vorher gehalten hat. Ich dachte, dass sie Judith Simon hieß. Heißt sie Judith? Entschuldigung. Ach so, das... Ich weiß nicht, Judith, Entschuldigung. Es gibt im Programm nämlich mehrere Druckfehler und ich war mir nicht sicher, ob es im Programm falsch war, aber ich war vorher nicht da. Ich hoffe, dass unsere junge, aufkeimende Beziehung dadurch nicht... da bist du. Gut. Gibt es denn noch Fragen, Anmerkungen? Nach dem Abendessen. Noch eine. Ich bin nicht ganz so schnell zu Fuß. Ich bin nämlich vorher die Treppe gestürzt. Moment. Ja, ich bin eigentlich Physiker, ich bin kein Informatiker, deswegen habe ich manchmal dieses Thema. Bei uns in der Physik gab es so, als ich damals studiert habe, schon ein bisschen die Überlegung, ob man die Wissenschaft insgesamt problematisieren müsse, gerade wegen der Atombombenentwicklung.
Und deswegen dachte ich bei diesem Thema eigentlich, bei diesem Vortrag, es ginge auch ein bisschen darum, zu problematisieren, inwieweit die Informatik vor Problemen steht oder vor Probleme entwickelt, die auch wirklich existenzielle Probleme beinhalten. Das heißt also, mal als Beispiel jetzt diese Manipulation von Wahlen durch soziale Netzwerke und so weiter. Da habe ich schon gedacht, dass das auch ein Thema wäre, worüber man nachdenken sollte, ob wo man stärker drauf achten muss, aber das steht im Hintergrund natürlich bei deinem Vortrag auch, welche Bereiche dieser Wissenschaft gemieden werden sollten oder wo ethische Probleme entstehen, die man anpacken muss. Sie haben natürlich recht, dass da neue Probleme auftauchen und mit großer Geschwindigkeit auftauchen, sehr heftig auftauchen. Aber ich sehe jetzt keine Möglichkeit der Informatik, sich da groß zu engagieren. Die sozialen Netze, also ich kann sagen, wir bauen keine sozialen Netze, gut, aber das ist keine Antwort, die irgendjemand ernst nehmen würde, sondern hier brechen sich halt bestimmte Meinungsprozesse ihre Bahn und die müssen so bekämpft werden, wie sie wirken, politisch. Also es gibt auch eine gewisse Grenze, was ich als Techniker, wo ich mich noch zuständig fühlen kann. Also da bin ich nicht mehr zuständig, aus meiner Sicht. Bei der Frage, ob ich an militärischen Produkten mitarbeite, da kann ich mich als Person entscheiden. Aber ob ich jetzt den Bauern im Mittleren Westen oder in Sachsen irgendwas erklären soll, nee, da gibt es dann irgendwie so eine Grenze. Ich meine, noch als Nachsatz, selbstverständlich kann es zu Einzelfragen kommen, wo man sowas macht. Ein Beispiel, wo es mir einfällt, das gar nichts damit zu tun hat, bei den Hochfrequenzhandel an Börsen. Da gibt es eine relativ einfache informatische Entscheidung, die man machen könnte, wenn es denn gewollt würde. Man könnte die Prozesse verlangsamen. Nicht an der Stelle würde schlicht und verlangsamen heißt, sagen wir, um eine Dreiviertelsekunde oder so. Also nichts, wo man als normaler Mensch sagen würde, ist ja entsetzlich. Aber in dem Moment würden Sachen entschärft, die offensichtlich in den letzten 15 Jahren zu seltsamen Effekten geführt haben. Also da bin ich dafür, als mit technischer Kompetenz zu sagen, das können wir machen. Ich fürchte nur, dass das Verhindern von Trump-Anhängern mit einer Dreiviertelsekunde nicht gelingt. Ja, vielen Dank. Ich habe gerade noch mal im Netz geguckt. Da gibt es keine Fragen, aber sehr viele Antworten. Also deine Rede wurde in Aphorismen zerlegt und auf Twitter geteilt. Aber es gibt nur Anmerkungen, es gibt keine Fragen aus Twitter. Insofern denke ich, würde ich dir noch mal Dank sagen. Okay. Danke, Wolfgang Koi. Da ich keinen Twitter-Account habe, kann ich leider nicht antworten.